Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Birgit und ich bin ein Medium der geistigen Welt. Ja, für die, die mich ja kennen und ja, meine Videos schauen, abonnieren, herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Also ich muss das immer wieder wirklich bei jedem Video sagen. Ich freue mich einfach total darüber und ich finde es einfach nur klasse, dass ich euch da draußen, die zuhören, zuschauen, wirklich ganz, ganz viel mit auf den Weg geben darf. Ja, und ich habe euch ja versprochen, dass ich mit diesem Thema, Themen des Lebens, wirklich weitermache. Und ja, so folgt heute schon der dritte Teil. Ja, und es ist total klasse und ich finde es einfach immer wieder wunderbar. Für die, die mich gerne näher kennenlernen möchten, geht einfach mal auf meine Homepage. Die Daten, es wird alles immer wieder eingeblendet. Und ich möchte euch da auch nicht so viel mit zuballern hier. Und natürlich, klar, unter Facebook bin ich auch zu finden, unter Medium Birgit. Also auch da könnt ihr mal reinschauen. Ja, die Themen des Lebens. Die Themen des Lebens beschäftigen uns ja immer. Denn wir leben ja alle im Hier und im Jetzt. Wir leben mit Sorgen, wir leben mit Ängsten. Wir leben natürlich auch in einer Leichtigkeit, wo der ein oder andere denkt, der vielleicht jetzt finanziell nicht so gut gestellt ist, mein Gott, wieso hat derjenige denn immer so viel Glück und was ist das? Ja, das ist auch ein Thema des Lebens. Das, was ich sende, das erhalte ich. Und ihr kennt ja mein Motto. Wer immer nur sucht, der bleibt auch auf der Suche. Das heißt, der läuft seinem Glück ja ständig wirklich hinterher. Zieht doch das Glück an, dreht doch die Worte, dreht es in positive Geschichten. Es gibt auch ein wunderbares Buch von der Doreen, Engelworte. Ich werde das auch nochmal wirklich mit auf den Abspann einblenden, damit ihr da vielleicht euch mal das Buch leisten könnt und wirklich da mal reinschaut, was Worte für eine Kraft haben. Das ist, wenn ich in der Leichtigkeit lebe, wenn es mir gut geht, wenn ich Freude habe, dann strahle ich etwas ganz, ganz anderes aus. Wenn mein Selbstwertgefühl natürlich komplett im Keller ist, dann strahle ich das dementsprechend aus. Das heißt, so eine gewisse Traurigkeit, man sackt schon so in sich ein. Und das hat hier nichts jetzt mit Selbstbewusstsein zu tun, dass der ein oder andere sagt, nee, ich gehe hier so puff, 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 kraftvoll durchs Leben. Das hat was mit dem Selbstbewusstsein zu tun. Man möchte nicht immer jeden hinter seine Mauer blicken lassen in seinem Thema, wo er gerade drin steckt. Vielleicht Probleme zu Hause, Probleme mit den Kindern oder im Job oder. Finanzen. Man kann sich die Wohnung nicht mehr leisten. Man muss vielleicht umziehen. Man möchte in den Urlaub. All diese Dinge, das hat was im Grunde genommen wirklich mit dem Selbstwert zu tun. Wenn ich so voller Power immer durchs Leben gehe und keinen dahinter blicken lasse, ist das das Selbstbewusstsein, dass man sich das mal wirklich vorstellen kann. Aber oftmals kommt man dann nach Hause und hängt an der Garderobe sein Selbstbewusstsein ab. Selbstbewusst draußen, ja, aber dann zu Hause geht es wirklich ans Eingemachte und dann kommt oft die Traurigkeit. Das sind Themen des Lebens oder Thema des Lebens ist zurzeit dieser ungeheure Krieg, der da ja, in den Medien gezeigt wird. Man kann ganz viele Videos sehen. Wenn man aber wirklich da alle oder wir alle, vielleicht sollte ich diese Botschaft wirklich mal loswerden hier, wenn wir alle nur wirklich gemeinsam es schaffen, jeden Tag nur eine Minute diesen Ländern Frieden zu schicken, vielleicht ist das das, was wirklich die Situation drehen kann. Krieg ist immer wieder ein Geschäft, immer wieder Macht. Ich kann mich als Kind noch daran erinnern, immer wieder, dass damals schon in den Nachrichten
Kriege geführt wurden, ich Kriege gesehen habe. Man kann es nicht nachvollziehen. Und ich denke, bevor wir dort urteilen oder hier urteilen über diese Geschichten dort, müssten wir wirklich mit Fachleuten sprechen. Weil was in den Menschen vorgeht, ich glaube, das vermag ich zumindest wirklich nicht zu empfinden oder nachzuempfinden. Ich wünsche mir wirklich, dass wir Frieden haben. Frieden heißt wirklich, denkt mal darüber nach, jeder nur eine Minute am Tag dorthin Frieden senden. Nicht sagen, ich möchte keinen Krieg, einfach nur die Herzensbotschaft, ich sende Frieden in diese Länder, auch in andere Länder, überall Frieden. Frieden ist doch das, was wir uns alle wünschen. Und das hat natürlich auch wieder was mit dem Thema des Lebens zu tun. Ich möchte auch in Frieden leben, in Leichtigkeit, in Glück leben. Und das ist das, was ich natürlich euch da draußen mit an die Hand geben möchte und euch auch wünschen möchte, aus ganzem Herzen. Ja, wir fangen an und ich ziehe eine Karte und dann schauen wir mal, was es gerade hier für ein Thema ist, was ich euch wieder mit an die Hand geben darf. Und wie ihr ja wisst, ich bereite nichts vor. Ich ziehe hier intuitiv die Karten, lasse mich führen von oben. Und das finde ich jetzt hier ganz klasse, die Ehe. Die Ehe sagt mir hier gleichzeitig, die heilige Katharina von Alexandria, die Ehe. Die Ehe ist auch für den ein oder anderen dieses Bündnis der Zusammenkunft, des Zusammenhalts, ich sag's mal so. Und in der Ehe gibt es auch immer wieder ein Problem. Es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage. Wenn ich jetzt eine Skala nehmen müsste und müsste sagen, liebt mich mein Partner noch, kann man das bemessen? Können wir nicht alle mal jeder einen nicht so guten Tag haben? Das heißt, in der Ehe, in der Partnerschaft gibt es immer mal wieder Diskussionen. Es gibt auch immer mal wieder, dann ist der Partner mal 2 Tage nicht so gut drauf. Ja, dann ist die Partnerin mal 2 Tage nicht so gut drauf. Dann haben wir schon 4 Tage in der Woche. Davon bricht nicht die Welt zusammen. Jeder hat doch wirklich auch seinen eigenen Rhythmus. Und wenn man das respektiert und akzeptiert, kann es nur funktionieren. Dass es mal knallt in der Ehe, in der Partnerschaft, vollkommen normal. Aber bitte, davon bricht die Welt nicht zusammen. Geht einfach da rein und macht euch ein paar schöne Stunden. Geht in die Probleme und redet miteinander. Reden, reden, reden. Viele reden gar nicht mehr, weil sie einfach dann wirklich vorm Fernseher sitzen, vor dem PC sitzen, ständig mit dem Handy zugange sind. Ich kann euch nur den Tipp geben, nehmt euch einen Tag in der Woche, wo ihr einfach sagt, das ist unser Abend heute. Ob es ein Montag, ein Dienstag, ein Mittwoch, Donnerstag, vollkommen egal. Das ist unser Abend heute. Und an diesem Abend gibt es kein Telefon, kein PC, kein Fernsehen, kein gar nichts. Da gibt es einfach mal nur euch beide. Also geht da mal in dieses Thema rein, denn für viele ist die Ehe einfach etwas Heiliges und das soll auch jeder wirklich für sich so entscheiden. Ja? So, dann gucken wir mal in die nächste Situation. Ihr wisst ja, zum Ende hin blende ich immer noch mal die Karten ein, manchmal auch schon mal im Vorspann, weil mir dann danach ist. Und ja, ich hoffe, dass ich jetzt auch die Tonprobleme alle gelöst habe. Denn ein Video von mir, da war der Ton nicht so gut und ich werde darauf achten. Also das war mit Sicherheit nicht von dem Videoportal aus, sondern da werde ich wohl einen Fehler gemacht haben. Aber ihr seht, auch ich lerne, ich nehme auch die Kritik dann an, was ich dann auch wunderbar finde, wenn mir jemand liebevoll schreibt,
Mensch, der Ton war nicht so gut und dann bemühe ich mich natürlich. Ja, meine Lieben, und hier haben wir dann das nächste, triumphierend, der Schutzengel. Und hier ist diese wunderschöne Karte, das Einhorn. Und irgendwie schließt es sich hier schon wieder zusammen, dieses, wie ich mich ja immer wirklich von oben führen lasse. Triumphierend, Schutzengel, die Ehe. Das heißt im Grunde genommen wirklich, es passt hier schon wieder zusammen, dieses Triumph. Triumph heißt ja auch, wenn ich in der Partnerschaft zum Beispiel eine Lösung gefunden habe oder wenn ich im Außen eine Lösung gefunden habe. Das heißt zum Beispiel, Schulwechsel stand ja an oder steht bei dem einen oder anderen noch an. Dieses lasst euch wirklich führen von der Intuition von eurem Schutzengel. Dieses Triumphieren hat nichts damit zu tun mit Neid oder Missgunst, dass man über einen anderen gesiegt hat. Das hat nichts mit Triumph zu tun. Triumph war zum Beispiel unsere Nationalmannschaft, die Weltmeister geworden ist. Das ist ein Triumph gewesen. Und jeder hat es ihnen gegönnt, ganz klar. Auch so etwas gehört dazu. Ganz toll finde ich auch da, und ihr seht, ich muss heute irgendwie ganz viele Botschaften loswerden, dass es einige Vereine gab oder eben auch einige Spieler, die Ländern schon finanziell eine Spende haben zukommen lassen. Total klasse, Hut ab. Das ist das, was ich mir vor der WM gewünscht habe. Und ich hoffe, dass auch wirklich dann was auch im Land Brasilien ankommt. Das wünsche ich mir auch aus dem Herzen. Ja, und dieser Triumph, den die Jungs wirklich für sich eingefahren haben, das ist ein Triumph der Freude, ein Triumph wirklich so auf dem Höhepunkt einer Karriere, sei es jetzt im Fußball, sei es die Mutter, ein Triumph. Ein Triumph steht ihr hervor oder bevor, sagen wir es mal so, nicht hervor, sondern bevor. Dieser Triumph zum Beispiel, das Kind kommt jetzt in die Schule. Das heißt, sie hat die ersten paar Jahre dieses Kind wunderbar begleitet, jetzt kommt es in die Schule. Es ist ja auch ein Triumph. Es ist auch ein Triumph für dieses Kind, weil es ist unter Umständen etwas ganz, ganz Besonderes für dieses Kind. Ich darf jetzt in die Schule. Der ein oder andere freut sich vielleicht nicht, weil für viele ist ja dieses Schule, um Gottes Willen, da will ich nicht rein und ich will mich da nicht unterordnen und nicht ständig da in der Disziplin. Aber es gehört einfach dazu. Ja, also Triumph, triumphieren heißt nicht, dass man dann über jemanden triumphiert, weil das wäre wirklich eine schlechte Energie. Man kann auch aus einem Gespräch mit dem Chef wegen einer Gehaltserhöhung, kann man triumphierend rausgehen, wenn man die Gehaltserhöhung hat. Das ist auch ein Triumph. Aber eben nicht so, dem zeige ich jetzt mal hier, wo der Hammer hängt und der hat mir jetzt mal 200 € mehr zu geben. Nee, das ist kein Triumph, wo ihr dann rausgeht, weil das ist gar nichts. Das ist einmal, ist es negative Energie. Einmal das, was ich sende, kriege ich dann sofort von meinem Gegenüber zurück, indem er sagt, nein, geht im Moment nicht aus betriebswirtschaftlichen Gründen oder wie auch immer. Also geht da rein, geht positiv in solche Gespräche und stellt euch vor, jede Seite will gewinnen und ihr habt euch schon im Kopf ausgemalt, was ihr haben möchtet oder wie auch immer. Und geht dann locker und mit einer Leichtigkeit, aber mit einer Souveränität in dieses Gespräch. Und dann könnt ihr triumphierend da rausgehen, weil dann habt ihr eure Gehaltserhöhung. Und das ist euer eigener Triumph. Das ist wunderbar hier. Triumphierend, die Ehe, die Schutzengel. Schutzengel sind immer für uns da. Es ist auch egal, für wen. Jeder hat seinen Schutzengel.
Ich habe mal irgendwann gehört, dass irgendjemand gesagt hat, also eine bestimmte Kategorie von Menschen, die sehr negativ sind, die vielleicht auch eben auf die kriminelle Schiene gekommen sind, die hätten alle keinen Schutzengel. Das ist nicht richtig. Jeder hat einen Schutzengel. So, jetzt schauen wir mal nach der nächsten Situation. Dass ich hier nicht, aber ich muss heute irgendwie ganz viele Botschaften loswerden. Ja, passt wieder. Die Belohnung, Schutzengel. Die Belohnung heißt hier, was ich eben gesagt habe, zum Beispiel, eine Mutter hat ihr Kind begleitet und es kommt jetzt in die Schule oder es geht dann in die nächste Klasse, in die weiterführende Schule. Alles das sind ja Triumphe, wo man wirklich sagen kann, ja, ich bin froh, dass ich mein Kind bis hierhin begleiten durfte und dass es jetzt wirklich wieder in einen Lebensabschnitt geht. Dann diese Belohnung dafür, diese Belohnung heißt, dass mir Liebe entgegengebracht wird. Die Belohnung bekomme ich auch von den Schutzengeln. Die Belohnung bekomme ich, indem ich auf einmal so ein kleines Wunder bekomme. Da kommt eine Freundin oder irgendwer und sagt, Mensch, hey, ich wollte dich zum Essen einladen oder ich wollte dich zum Kaffee trinken einladen. All diese Dinge oder für die Menschen, denen es finanziell vielleicht nicht so gut geht, und die einfach neue Anziehsachen brauchen oder wie auch immer. Da kommt dann jemand und sagt, Mensch, guck doch mal hier, könnt ihr passen und vielleicht gefällt dir dieses Teil. Das sind diese kleinen Wunder und das sind die Belohnungen im Außen. Also achtet auch mal darauf, diese Belohnungen wirklich da auch für euch zu sehen und anzunehmen. Und es ist hier wieder wirklich dieses Gefühl einfach, diese Wunder annehmen zu dürfen. Ja, meine Lieben, dann gucken wir mal in die nächste Situation. Ich möchte euch heute auch noch eine Krafttierkarte ziehen, die euch dann für die nächste Zeit wieder begleitet. Und ich ziehe heute nur die Schutzengel. Meine Lieben, ich glaube, diese Botschaft ist ganz, ganz eindeutig, weil zurzeit ist sehr, sehr oft Mutter Maria bei mir und immer wieder dieses, ja, diese Kraft, die ich senden soll. Und diese Kraft gebe ich wirklich sehr, sehr gerne weiter. Diese Kraft, die Energie und ich möchte euch einfach nur helfen und einfach zeigen, dass ich als Medium arbeite, in all meinen Facetten. Meine Spezialität ist ja wirklich in die ja, Lebensberatung, lösungsorientiert zu arbeiten, Blockaden zu lösen, ist mir sehr, sehr wichtig, in die Ursache immer reinzuschauen. Ich bekomme die Informationen und kann da wunderbar in die Vergangenheit von euch reingehen und kann damit natürlich auch die Blockaden lösen mit euch zusammen. Ja, und ich kriege hier alle Schutzengel und hier ist Stressmanagement. Stressmanagement und ich habe ja gerade noch gesagt, ich ziehe euch heute noch eine Krafttierkarte. Und dann haben wir hier schon ein Krafttier drauf. Das ist ungeheuerlich, wie die geistige Welt mit uns zusammenarbeitet. Und diese Karten erzählen hier schon wieder eine kleine Geschichte. Und dieses Stressmanagement, das möchte ich wirklich weitergeben an die, die alleinerziehend sind oder in einer Partnerschaft, wo der Partner aber sehr viel arbeiten muss, vielleicht sogar noch einen Zweitjob hat, damit wirklich das Geld reinkommt. Und dann muss oftmals die Mutter muss dann wirklich so Zeitmanagement machen. Die muss organisieren, die muss tun und damit alles läuft, damit zum Beispiel der Haushalt läuft, damit das Essen läuft, damit der Kühlschrank gefüllt wird, die Wäsche geputzt und. Man sagt ja oft immer, ach, das ist alles kein Stress, wenn man zu Hause arbeiten kann als Mutter. Doch, es ist Stress, weil dieses Zeitmanagement, was man sich wirklich da ja aufbürgt,
Da muss man wirklich mit Disziplin durch, um eben nicht in diese Stressfalle zu verfallen. Das heißt, im Grunde genommen, viele Mütter sind wirklich gestresst, weil sie es einfach nicht mehr geregelt kriegen, weil es einfach zu viel ist. Oftmals haben ja wirklich die Kinder, die haben dann noch einen Verein, müssen dann noch in den Sportverein oder in den Musikunterricht oder. Das ist alles Zeitmanagement. Man bringt die Kinder dahin, man holt die Kinder wieder ab und all diese Sachen. Also geht da mal bitte rein für euch. Das heißt wirklich, verfallt nicht in diesen Stress. Organisiert euren Tag und sucht immer für euch eine halbe Stunde, wo auch wirklich kein Mama gerufen werden kann oder der Partner einstört. Einfach eine halbe Stunde in die Ecke setzen, für sich kurz meditieren, den Geist zur Ruhe zu bringen und dann mit voller Energie wieder in den Tag oder eben in den Abend auch zu starten. Auch da sind ja oft Vorbereitungen. Nochmal kontrollieren, ist alles schon wieder vorbereitet für den nächsten Tag? Ist die Wäsche schon trocken oder muss ich bügeln oder. Brauche ich euch nicht alles zu erzählen, aber geht da mal rein, dass es wirklich hier nicht in den Stress verfällt, sondern wirklich für euch es angenehm ist, dass ihr trotzdem den Tag mit einer Leichtigkeit leben könnt. Ja, und jetzt mache ich noch eine Situation und dann ziehe ich noch eine wunderbare Krafttierkarte für alle. Und hier kommt sie schon. Und wieder ein Schutzengel. Also es ist wirklich verrückt hier. Sind zwar auch viele Schutzengel da drin, aber es gibt auch noch andere Karten dort. Und es heißt innehalten. Und das ist wieder passend im Grunde genommen da ohne Worte, weil das ist genau das, was ich euch gerade gesagt habe. Da bekommen wir nochmal jetzt die Bestätigung aus der geistigen Welt. Diese halbe Stunde wirklich für euch, nehmt sie euch. Sie ist so wichtig. Es tut euch gut und es tut auch den anderen gut. Ja, meine Lieben, ich bin mal hier wieder begeistert, wie sich das wieder so zusammenfügt und toll. Jetzt ziehe ich euch noch eine tolle Krafttierkarte und ich sehe es hier auch schon. Ihr wisst ja, ich mache ganz viel über die Augen. Ja, und da kommt der Maulwurf, die Erdung. Der Maulwurf sagt ja auch so von wegen fühlen. Dieser Maulwurf, einmal ist, ich habe mal einen in Natura wirklich auf der Hand gehabt, das einfach sowas von schön kann man gar nicht wiedergeben, kann man gar nicht in Worte fassen. Und ich kann es gar nicht in Worte fassen, dass ganz viele, die immer wieder ausrotten wollen, natürlich ist es vielleicht ärgerlich, wenn da so ganz große Hügel sind. Aber ist es nicht auch ein Wunder der Natur, was für eine Strategie ein Maulwurf hat, wie der sich dort unten im Erdreich sein eigenes Heim wirklich schafft, durch seine Gänge. Und das wirklich nur über die Nase und über seine Pfötchen. Ja, und die Erdung heißt auch gleichzeitig, wie das passt, wirklich hier zu dieser Heimstunde, die ihr euch nehmen sollt. Und wenn ihr manchmal wirklich das Gefühl habt, oh mein Gott, ich stehe heute komplett neben mir, vielleicht seid ihr wirklich nicht geerdet. Jetzt im Sommer könnt ihr gut barfuß laufen, geht raus auf den Rasen, tretet mal auf den Rasen wie so ein kleines Kind, so richtig stampfend und erdet euch. Zu der Ernährung gleichzeitig bei der Erdung heißt wirklich, esst Möhren und Kartoffeln. Dann wird man auch wieder geerdet. Ja, meine Lieben, es passt wieder alles und ich bin hier wieder happy für das Thema des Lebens, für das, was ich euch hier hoffentlich heute wieder mit an die Hand geben durfte. Und wie immer, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen und ich wünsche euch eine wundervolle Zeit, eine Zeit ohne Stress, wo ihr belohnt wird,
wo ihr triumphierend wirklich aus einer Situation rausgehen könnt, wo ihr euch freuen könnt und wo ihr wirklich da innehalten könnt und dann einfach mal an die geistige Welt sagen könnt, danke. Danke, dass es so ist und danke, dass ich jetzt nicht mehr suche, sondern mein Glück in die Hand nehme. Und das wünsche ich euch von Herzen. Alles Liebe, eine tolle Zeit und bis zum nächsten Video.